Wir befinden uns hier in der Haffegrube, einer ehemaligen Tongrube, wo wir im Jahr 2006 angefangen haben, hier Amphibienbiotope anzulegen. Und im Jahr 2011 haben wir im großen Umfang die Fläche geräumt, um eine Restpopulation der Gelbbachunke zu erhalten. Die Population betrug damals vielleicht 4 oder 5 Tiere, Alttiere, die wir festgestellt haben. Inzwischen ist die Population durch die Maßnahmen deutlich angestiegen auf, was weiß ich, 40 oder 50 Tiere. Kann man nicht so genau zählen natürlich. Das sind mindestens 6 Gelbbachunken in dem Gewässer. Perfekt getarnt, die Tiere.